Hallihallo. Hallihallo und welcome back to God Snoops. Wäre das, wenn wir so geil sind oben ohne. Fuck it. Was heißt? Achso, das sind gar keine Gegner, die sind einfach nur. Ah, er ist einer. Ja, voll. Das ist für mich irgendwie so eine Die Old Schildgröße. Ironclads. Ja, aber ich finde, die schauen aus wie Schildkröten. Die schaut aus wie ein Turtok. Ohne Pumpen. Also diese Wasserkanonen-Dingsen. Wow! Jetzt Das Kiss. war ein bisschen zu wenig. Oh, das ist nicht gut. Oh! Fuck you. Oh Come on. fudge! Das finde ich auch geil, dass du die. Junge, mach mich nicht narrisch. Ja. Alles kein Thema. Jung! So. Das Spiel war ja. Wie war denn das jetzt nochmal? Ich kenne mich ja nur noch in Bloodborne aus. In Bloodborne, wenn du gestorben bist, hast du deinen Leichnam wieder zurückholen können. Aber auch nur beim ersten Mal, wenn du dann wieder Das ist gestorben auch bei bist. jedem anderen Soulstone Genau. genauso. Aber da in Bloodborne war es ja auch so, dass es Gegner haben Nein, das konnten. gibt's bei keinem anderen Game. Das gibt's bei Das keinem. war Okay, Bloodborne First sozusagen. Bloodborne hat's erst gemacht. Bloodborne hat's eingeführt. Oh, hat eingeführt gesagt. Du Not Schlingel. in a sexual way. But clearly in a sexual But way. clearly in a sexual way. Okay, You know, not in a sexual way, but clearly in a sensual sexual way. Oh das ist yeah. nämlich so viel besser. Und für unsere nicht-englischen Zuschauer, ja, Englisch lernen wäre es gewesen, Ja, ne? Nein, wir bleiben bei unserem idiotischen Hin- und Her-Geswitcher einfach, weil wir es selber auch unlustig. Ja, Vietnam, fuck it, fuck it! Holy crap, geht's euch noch gut, Alter, wirklich. hau dich da einfach rauf jetzt. Ja, aber ich krieg gleich ein paar Hits ab und deshalb muss ich die große Runde drehen. Wuhu! Mach mich nicht schwach da wirklich. Ich hab scheiß Ding überlebt. Ich hab Ich fucking möchte vor allem nochmal wissen, wie viele Episoden wir durchstehen, ohne dass ich verreck. das wäre echt eine nette Idee, Ja. ja. Ich meine, ich hab scheiße nochmal Outlast überlebt. Wenn du mir jetzt da nochmal so ein Herzkasperl. Wow. Mir fällt gerade Gibst. auf, unsere Stats sind eindeutig zu niedrig für die Waffe. Also wirklich niedrig, niedrig. Wir kommen mit der Waffe noch nicht so zurecht, wie ich es gerne hätte. Achtung, da kommt wer. Ja, aber da dauert ein bisschen, bis Kommt so der ein ankommt. Digger. Da kommt so ein Digger. Wir können das noch nicht utilizen, die Kraft von der Waffe, weil einfach die Waffe noch nicht stark, also wir noch nicht gut genug damit skalieren. Das habe ich jetzt schon die ganze Zeit gedacht, allein der Ironclad hat einfach schon so viel gefressen einfach. Und ich meine, bei dem bin ich es gewohnt, dass der viel frisst, aber nicht so viel. Siuilala. Schwuppdiwupp. Und wurdest du bisher von der Gegner Da kommt jetzt aufstellen? übrigens der erste Punkt, wo. Ja, von der neuen Gegneraufstellung wurde ich bei meinem ersten Durchspielen wirklich oft überrascht. Das hat Ach auch so, urtaugt. da hast du schon durchgespielt. Ich hab schon jetzt zweimal durch wieder. Ach, Also, ja, okay, während du im genau. Urlaub warst tatsächlich. Ah, okay. Na dann, also hat er nicht genug Arbeit gehabt. Naja, nicht, das geht nicht darum. Ich hab irgendwas gebraucht, was mich ein bisschen runterholt von der Arbeit auch Und dann zwischendurch. spielst du das Spiel, was dich Ja. runterholt von der Arbeit. Na, Das frustrierendste ich Spiel, das es liebe Souls überhaupt Games. gibt. Ich verstehe das schon, wenn einer mit dem Frustfaktor nicht klarkommt. Das kapiere ich absolut, aber ich mag dieses einfach, ich selber bin dafür verantwortlich, ob ich gut bin oder nicht, und Ja, das finde ich einfach das geil. ist auch das Geile, was ich dran finde. Weil im Aber an Endeffekt der ist es Stelle geil. verrecke ich gerne mal an dem Jump, der jetzt dann nachher kommt, wenn ich mich nicht Na, einfach. an dem bin ich auch schon zwei, dreimal. Das Zwei, Problem ist immer, dreimal. ich bin manchmal ein bisschen zu voreilig und scheiß drauf, alles zu clearen und so, was zu clearen ist, und dann verkacke ich's, weil ich einfach zu übereifrig bin. Aber da ich ja jetzt für liebe Zuschauer spiele, werde ich versuchen, so lange wie möglich zu überleben in dem Spiel, ohne komplett zu Ja, verrecken. damit. Oh. Sagte er und frisst. Das ist okay. Damit wir auch mal ein gutes Beispiel sehen, wie es gemacht wird. So, ich habe drei Leute, die auf mich fetzen. Muss ich jetzt abtimen. Passt, so. Das hast du schon mal überlebt. Genau. Du hast ja gesagt, du hast ja
Demon's Souls hast du ja auch gespielt. Ich habe Demon's Souls tatsächlich gespielt, ich habe es allerdings nicht so exzessiv gezockt wie alle anderen Sachen. Okay. Weil ich erst mit Dark Souls 1 eingestiegen bin. Was findest du ist der geilste Boss? Der geilste Boss... Oh, da kann ich dir keine wirkliche Liste geben. Aber der Boss, der mir am ehesten in Erinnerung bleiben wird, für immer praktisch und ewig, ist und bleibt wahrscheinlich Ornstein und Smo aus Dark Souls 1. Das ist ja, dieses Doppelpack. Die sind einfach so übertrieben geil. Der Content-Blocker vor mir an. Der geilste Boss, doch, ich kann es sogar benennen. Der geilste Boss in allen Spielen ist Sif. Der Sif, der große Hund am Friedhof. Das ist einfach so geil. Der Kampf ist so immersiv. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Ja. Das Geile sind vor allem die Nuancen, die der Kampf hat. Weil wenn du es schaffst, den mit 1% Leben am Leben zu haben, dann schlurft er nur noch so richtig. Fightet aber trotzdem weiter. Ja. Vor allem die Story von dem Viech ist auch einfach so geil, weil der nämlich, das ist ein Riesenwolf, der halt eben das Grab von seinem alten Herrn einfach besitzt. Ja. Die als Hundehalter. Ja, geht das natürlich ans Herz. Ne? Das geht mir natürlich direkt right in the feels. Also right in the feels. So, ich habe jetzt mittlerweile eh schon zum 5. Mal denselben Text gelesen, während ich da philosophiere. Da weiß ich jetzt nicht, ob die nicht da ein neues Item deponiert haben. Nein, haben sie nicht. Da hinten geht's runter, oder? Ja, da fällst du in den Tod. Ja. Und da sind wahrscheinlich drei Nachrichten, die sagen, ah, Secret ahead. Ja, nein, das Coole daran ist, du kannst ja die Nachrichten raten. Ja. Und wenn du sagst, okay, das ist keine gute Nachricht, ja, dann wird's entfernt. Mhm. Also, müssen mehrere sagen. Also, sie wird vor allem in weniger Welten angezeigt und so. Ja. So. Und ich glaube dann von dem einen Typen, der sie geschrieben hat, kriegst du dann, glaube ich, auch gar keine mehr. Also du selbst. Ich wollte jetzt schauen, ob wir Glück gehabt haben irgendwo und... Haben wir was bekommen? Nope, no Firebombs hier. Kann sein, dass ich jetzt dann da verreck, weil ich, glaube ich, ballsy enough bin, wie immer. Ah. Ich bin zu unfähig für die Dinger. Um den geht's nicht. Pursuer. Ja, ja. Okay, der frischt schon eindeutig wesentlich mehr. Ja. Wesentlich okay, besser. Und da war der Dark Souls-Spieler gerade bei dir drinnen so, nein, ich greife jetzt nicht nochmal an. Ja. Jeder andere würde jetzt nochmal reinhauen wollen, weil das denkt, er ist eh gleich tot. Aber ja, nein, das nein ist du greifst Dark nicht nochmal an. Vor allem, wenn er gerade schon zum Ausholen. Ja. Ah, aber das ist so ein Lernprozess, der so lang ist. Der ist so lange. Und dieses Button-Mashing, was ich halt eben einfach von Spielen kenne. Na gut, dann gehen wir es einmal an. Wenn du ihn da besiegst... Ist er nachher nicht da, ja. Ist er nachher nicht da? Ja. Okay. Könnte ein bisschen dauern, meine Lieben. 80! Schau mal. Aber du kannst ihn da auch nur einmal tryen, oder? Ja, ja. Weil ich weiß, ich glaube, bei Skull of the First Sin kannst du ihn da sogar öfter tryen. Das ist ja, das da oben ist ja die inoffiziell erklärte PvP-Area. Naja, mehr oder minder. Ja, das ist die, wo am meisten PvP ab. Nein. Am meisten PvP geht im, wow, oh, shit, fuck. Okay, ich glaube, jetzt haben wir's. Nope. Jetzt ist er aber weg, ist oder? Weg, ja. Kann ich den dazu bringen, dass er mal die Firebomb da raufschmeißt? Das wäre cool. Oh, ja, perfekt. Oder so. Perfekt, dankeschön. Ich muss von den Barrels weg. Auch wenn sie nicht rot sind, explodieren. Jetzt stehen da die ganzen scheiß Leichen gleich auf, so. So. Goddammit. Ich wollte nur den scheiß Estus Sharp mitnehmen, weil der wichtig gewesen wäre, aber... Fuck, ist eh wurscht, es ist eh offen. Ja, trotzdem, aber wir sind das erste Mal gestorben. Ja. In Episode 3. Episode 3. Es ist das erste Episode 3, ich weiß, ich habe kein Zeitgefühl. Ja, es ist Episode 3. Ich bin jetzt knapp 30 Minuten, jetzt kommt bald die... Ist es jetzt die dritte oder die zweite? Die dritte müsste sein, ja. Jetzt kommt dann bald die vierte. Ja. Oh, und schau, wie wir ausschauen. Sehr gut. Wir sind gestorben. Bevor ich allerdings wieder nach Majula zurückgehe und uns aus dieser Episode entlasse, hol ich mal jetzt meinen Shit zurück. Hol mir meinen Shit!
Ups. Ah, ich hätte gedacht, dass sich der erwischt hat. Wuhu! I'm fast, bitch! Ich kann es jetzt gerade nicht verwenden, weil die Pisser alle da sind. Fuck you, I'm Wayne Brady, bitch! I'm Wayne Brady, bitch! Ah, ich liebe Cartman. Cartman ist der coolste. Willst du das tun? Sie umkreisen dich gerade und du stirbst gleich wieder. Ja, aber jetzt liegen die Scheißdinger ja da oben und ich muss nicht mehr in den kompletten Haufen von denen. War das deine Taktik oder was? Ja, weil ich kann Spawnfire nicht verwenden, wenn die alle rundherum stehen. Ja, na passt. Das nächste Mal bei Couchstups. Nächstes Mal bei Couchstups. Ciao, ba. Ciao.